Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Simon. Heute zeigen wir euch die dritte Form, die dritte Schülerform im Taekwondo nach WT Taekwondo bzw. Kukkiwon, Tiguk Samjang. Jetzt kommen erstmals einige neue Techniken hinzu, zum Beispiel der Handkantenschlag zum Hals, der Uigul Sonal Chigi, aber auch neue Blocktechniken, zum Beispiel oder genau diese der Han Sonal Maki und neue Stellungen, zum Beispiel Dwit Gubi. Wenn ihr nochmal genau wissen wollt, wie geht nochmal Dwit Gubi, wie geht nochmal der Han Sonal Maki, zu beiden Videos haben wir schon was gemacht. Bernd zeigt euch das und das verlinken wir euch hier unten im YouTube-Video. Tiguk Samjang ist die einzige Form zusammen mit Tiguk Yukjang, wo die erste Bahn genau dieselbe ist wie die dritte Bahn von den Techniken her. Und auch mit Tiguk Yukjang zusammen die einzige Form, die mit einer linken Handtechnik abschließt, die einzige Schülerform. Natürlich hat auch Tiguk Samjang wieder ein Trigramm. Und zwar ist das folgendes. Wir haben wieder drei, wie in allen Schülerformen, drei horizontale Parallelen. Jetzt ist aber die mittlere Linie unterbrochen. Genau aus dem Grund, den ich euch im letzten Video zu Tiguk Yijang schon erklärt habe. Und dieses Trigramm in Tiguk Samjang bedeutet Feuer, beziehungsweise auch sowas wie Kraft und Explosivität. Und auch das ist wieder, kann so verstanden werden als Technikbeschreibung. Alle Techniken in der Form sollten wie in allen Formen oder beim Taekwondo allgemein natürlich kraftvoll, dynamisch, explosiv durchgeführt werden. Ich finde, ein gutes Beispiel in der Form ist die zweite Bahn. Hier stehen wir in Dwit Gubi, im Han Sonal Maki, machen jetzt mit dem Vorderfuß nochmal eine Bewegung nach vorne und setzen um in Ab Gubi und machen dabei mit rechts einen Mondong Chumok Chirugi. Und dadurch, dass wir den Stellungswechsel nochmal machen, ist das zum Beispiel eine Technik in der Form, die besonders viel Explosivität und Kraft hat, da wir während des Fauststoßes noch die Vorwärtsbewegung haben und die Gewichtsverlagerung nach vorne von Dwit Gubi zu Ab Gubi hin. Super, dann zeigt euch jetzt Gerrit die Form. Die Form hat insgesamt 34 Techniken in 20 Stellungen. Los geht's. Shayot! Kumli! Chumbi! Sijak! Paro! Wenn dir das Video gefallen hat, besuche uns auf www.btf-ev.de.